Corinne, es ist ein Loch. Ich werde mit dir gehen. Warte einen Augenblick, ich bin sofort fertig. Ich müsste jetzt dann eigentlich alles zusammen haben. Mit Anga, Diego, Gorn, Milton, Nest habe ich 5 Gefährten, die mir in den Tod folgen. Oh ja, das hat der Schwester gesagt. Ich brauche 5 Leute. Ich brauche ein Schiff. So, 5 Leute. Ich bin bereit. Die mir in den Tod folgen. Wir sehen uns am Schiff. Und sowas. Aber ich warte das als Magier. Bennett als Schmied. Lee als Wache oder Ausbilder oder sowas. Keine Ahnung. Und so, das passt ja. Ich könnte aber dann noch jemand anders vielleicht mitnehmen. Von mir erfährt. Und zwar, ich denke mal an Laris. Laris ist ja auch hier so ein Bro-Freund von ihm. Hey! Ich wundere mich über gar nichts mehr. Wegen der Ich habe einige vermisste Leute retten können. Ich hab gewusst, dass du es schaffen würdest. Dann kann ich mich jetzt ja endlich um meinen eigenen Kram kümmern. Ihr müsst es ja besser wissen. Hast du Lust, diese Insel zu verlassen? Super. Nichts lieber als das. Was hast du vor? Ich habe herausgefunden, wo der Anführer der Drachen sich aufhält. Er ist auf einer Insel, nicht weit von hier. Ich habe vor, ihm endgültig den Garaus zu machen. Klingt nach einem Heidenspaß. Wenn du mich brauchen kannst, bin ich dabei. Brauchst du auf deiner Reise noch einen Lehrer für Geschicklichkeit oder Kampf mit der Einhandwaffe? Ist das wirklich wahr? Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Wir treffen uns alle am Schiff. Ein Mann der Taten. So habe ich's gern. Okay. Wir sehen uns. Ich kann ja nicht ewig so weitergehen. Gut. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Dann werde ich mir jetzt ein Ermächtigungsschreiben des Richters holen. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Und da würde ich sagen, gehe ich mal zu Xardas Turm und gehe von da aus mal in diese Höhlen rein. In der in die Höhle, in der ich schon zuvor war, und in die andere. Oh ja, wenn ihr ab und zu so merkt, dass es hier so komisch ist, das liegt meistens immer bei so einem Geschwindigkeitstrank oder sowas. Wenn es so schnell rennt, dann haut das Spiel den ab und zu mal etwas zurück, Ring der Macht. Oh, Armee der Finsternis vergessen. Okay. Das ist doch alles nur Gerede. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Meinst du, mir geht es besser? Gib mir eine Ermächtigung für das Schiff der Paladine. Du bist ja wohl nicht ganz bei Trost. Was soll ich tun? Du hast mich schon verstanden. Gib mir die Ermächtigung, oder ich werde dich der Miliz melden. Ich lass mich nicht erpressen, schon gar nicht von dir. Ich werde dich den Wölfen zum Fraß vorwerfen, du Stück Dreck. Morgahart hat in deinem Auftrag den Statthalter überfallen. Ich besitze ein Schriftstück, das es beweisen kann. Ja, das wird dir noch leid tun. Mich erpresst man nicht ungestraft. Hier hast du die Ermächtigung. Nun geh. Ich werde später mit dir abrechnen. Später. Kluges Kerlchen. Es wird kein später geben. Ich denke mal nicht, dass er nach Methana kommt. Oder so. Oder eher gesagt, für den Hallen von Irdorad. Außer er ist dann so Big Boss. Ich werde mich dann... steht er dann so rum. Und dann so, was du warst mit dem Feind im Bunde. Aber natürlich, das ist ziemlich lukrativ und so. Kann ich mir, wobei, das könnte ich mir bei dem richtig gut vorstellen. Dass ungefähr sowas kommen wird. Ich wollte doch klar das Turm. Und die Dämonen in Xardas Turm könnte ich auch töten. Ich will die Klaue aber wirklich nie wieder mehr verwenden müssen. Obwohl die so gut ist, will ich das einfach nicht mehr.
Ach, verdammt. Boah, gegen vier zu kämpfen, von denen zu kämpfen ist, trotz Auge Innos und der besten Rüstung und der Waffe trotzdem immer noch schwer. Ja, ganz toll. Boah, Alter, dass ich es geschafft habe. Das war reines Glück, ja. Das war wirklich reines Glück. Du musst dich fast vollständig heilen. Genau, ist halt nicht fast vollständig. Das ist ja sehr gut. So, wo auch hier Echsenmenschen waren, müsste doch ein Drachenei da sein. Okay, hier ist keins. Seltsam. Waren die da einfach nur so eine Art Vorposten oder was? Mal gucken. So, an der Stelle mal gespeichert. Oh, schon wieder drei. Oder zwei, einfach drei. Oh, es sind, glaube ich, mal mehr, das sind doch welche. Okay, das Angriffsmuster für die ist recht einfach. Muss warten, bis sie angerannt kommen und schlagen. Oder einen versuchen zu schlagen. Und genau in diesem Moment, wenn sie dann zuschlagen wollen, muss man kontern. Hier einmal zack und dann ist der tot und so. Das ist toll. So einfach eigentlich, die zu bekämpfen. Das ist eigentlich genau dasselbe Angriffsmuster wie bei den Orks. Die greifen eigentlich auch immer bloß an. Aber gehen ab und zu zurück und blocken sehr viel. Aber alles, was Waffen hat, blockt natürlich. Weil Tiere, die blocken nicht, die können nur ausweichen. Und jetzt auch nur in eine Richtung, und zwar nach hinten oder zur Seite. Mehr Stärke, dann müsste ich die eigentlich mit einem kleinen Treffer one-hitten können. Wobei, ich werde wahrscheinlich hier die 80 Lernpunkte noch auf meine Zweihandfähigkeit hauen. Und dann bin ich mit der Waffe auf 90. So, dann gehen wir zu Xardas Turm wieder. Das Drachenei habe ich ja, oder? Also wenn ich das jetzt nicht, doch nicht mitgenommen habe, dann müsste ich ein ziemlicher Idiot sein. Mein
ein Crawler-Platten. Wie sag ich mal, ein Crawler, Ah, ein Drachenei. Okay. Dann auf noch zur nächsten Höhle und dann würde ich die Folge auch wieder beenden wollen. Wieso mache ich das überhaupt? Wir nehmen hier einfach keine Heiltränke. Weil früher hat sich das eher gelohnt, hier mit den Sachen zu heilen als mit Heiltränken. Weil da hatte man auch nicht so viele, aber... So, sonst, hat sich das eigentlich nicht gelohnt. Oh, da sind Echsenmenschen. Na hallo! Dann checken wir mal die Höhle da oben, der die Banditen waren. Na, das wusste ich doch, dass hier drin nichts eigentlich nichts drin sein könnte, weil die würden da wahrscheinlich noch nicht mal durch das Tor durchpassen. Wahrscheinlich durch diese Tür. Komme ich eigentlich auf die. Ich bin gerade auf die gekommen, das Tor zu sagen. Weiß nicht. Alter, wieso sind da immer so viele? An der Stelle noch gespeichert. Boah, ich hatte echt Glück, dass ich hier nicht immer gestorben bin. Bis gerade in den Kampf. Den Kämpfen, eher gesagt. Reden wir mal mit Malet, was jetzt so los ist mittlerweile. Hey, das sind Orks. Rick, hau schon ab. Ach. Töten wir doch mal die Orks. Ich will Orks töten. Die müssten mir eigentlich auch, glaube ich mal, nicht mehr so viel Schaden machen, weil ich jetzt stärker bin. Das sind ein bisschen viel Orks. Nur ein bisschen viel Orks. Ich dachte jetzt eigentlich schon, ich würde sterben. Mal, warum sind hier bisher Orks bei Lobards Hof? Da ist nichts zu holen. Das ist dann mal das Erste. Und zweitens, da ist nichts zu holen. Die haben mir gerade so wenig Schaden gemacht. Das ist ja schon fast lächerlich. Ich habe die Orks von deinem Land beseitigt. Innos sei gedankt. Ich kann dir nicht viel geben. Aber ich hoffe, du erkennst meine Geste der Dankbarkeit an. Okay.
Gib ab. Ich werd's versuchen. Okay. Das war auch schon wieder Lobart. Sein Hof. Der hat immer Probleme mit seinem Hof. Mal sind's die Suchenden. Oder die... Ne, am Anfang ist es zuerst die Feldarbeit. Danach sind es die Suchenden, mit denen er ein Problem hat, und danach sind es die Orks. Okay, er hat mich nicht ein einziges Mal getroffen. So, und hier wieder gespeichert. Weichsel. Und dann würde ich mal sagen, töten wir die Echsenmenschen da. Jetzt etwas brenzlig werden. Ah. Aber ich habe mich gut geschlagen. Das muss man mir lassen. Jetzt, Alter! Man kann immer auch, muss immer so einen Scheiß machen. Zuerst Armbrust raus, dann Armbrust weg, dann Waffe raus, Waffe weg, wieder raus. Ich muss den Schlag jetzt provozieren. Sonst hätte der wahrscheinlich nie auf mich, sonst hätte der Ex-Mensch nie auf mich eingeschlagen. Oder ich hätte ihn da nicht groß treffen können. Auf zur Hafenstadt. Und ja, das war's dann auch mal wieder. Dann speichere ich jetzt noch. Und dann würde ich natürlich sagen, bewertet den Part, je nachdem wie euch gefallen hat.
Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls ein Abo da. Und natürlich, Sun Bros, praise the sun. Yo!